viel war heute nicht los. Es war schon eher vorweihnachtliche Ruhe. Willkommen zu dieser Sendung. Unfreundlich war es aber trotzdem nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Auftakt der Woche wurde versüßt mit dem besten IFO-Geschäftsklima-Index seit April 2014. Das hat die Märkte aber jetzt nicht unbedingt in Jubelstimmung verfallen lassen. Denn man ist ja sowieso schon sehr positiv gestimmt und da fallen dann weitere Steigerungen doch schwer. Aber der für heute von einigen erwartete Absturz oder die erwartete Korrektur, die ist auf jeden Fall auch ausgeblieben. Das spricht schon für eine gewisse Stärke im Markt. Auch ein ziemlich schwacher Market-Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index in den USA hat den Märkten nicht wirklich etwas angetan, anhaben können. Im Gegenteil, die US-Indizes haben sich dann sogar relativ gut entwickelt. Schauen wir mal auf die Daten. Die ganz großen Daten gab es heute ansonsten nicht. Also wie gesagt, am wichtigsten sicherlich der IFO-Geschäftsklima-Index aus Deutschland mit 111,0. Das war wirklich gut, das muss man ganz klar so sagen. Aus Japan gab es die Handelsbilanz, die Exporte nur 0,4% gesunken. Das fanden die Märkte auch gar nicht mal so schlecht. Trotzdem könnte es sein, dass mal schon vorab, es könnte sein, dass der Nikkei in der nächsten Nacht ein bisschen zurückkommt und vielleicht auch damit eine Vorgabe für morgen gibt. Das schauen wir uns dann später noch an. Ja, ein bisschen Spannung aufbauen muss ja auch mal sein. So, aus Neuseeland gab es jede Menge Daten in der letzten Nacht. Die meisten waren gar nicht mal so schlecht. Und ja, was gab es sonst noch? Die Löhne in der Eurozone sind wieder deutlicher gestiegen, 1,6%. Das ist so, wenn man das die Statistiken der letzten zwei Jahre mal nimmt, das ist so ungefähr Durchschnitt. Also die 0,9% vom letzten Quartal, die waren wirklich herausragend schlecht, muss man ganz klar sagen. Also man ist wieder in die Normalität zurückgerückt. Es ist jetzt nichts wahnsinnig Beeindruckendes passiert. Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion aus Polen deutlich über den Erwartungen, hat den Zloty nicht gestärkt und die Arbeitslosenquote aus Russland stagniert. 5,4%, so schlecht ist das ja nicht. Und die Einzelhandelsumsätze minus 4,1%, ein bisschen unter den Erwartungen, aber es sieht ein bisschen so aus, als ob sich das Ganze jetzt ein bisschen einpegelt und ja, vielleicht dann doch irgendwo mal ein Boden gefunden wird und zumindest diese Abwärtsdynamik bei den Einzelhandelsumsätzen in Russland vielleicht ein bisschen zurückgehen könnte. Der Einkaufsmanager-Index Dienstleistungen aus den USA hatte ich schon angesprochen, 53,4. Das war jetzt nicht wirklich das, was man aus den USA erwartet hat. Und damit rein in die Charts, denn DAX sehen wir hier, also große Bewegungen hat er heute nicht gemacht. Ist unter dem ehemaligen Jahreshoch bei 11.425 geblieben. Wir hatten ja dann diesen Peak am Freitag noch bei 11.450 ungefähr. Den konnten wir heute nicht wieder erreichen. Der Ichimoku, blauen Tenkan, orangefarbener Kijun, seitwärts genau übereinander. Da ist die Entscheidung nicht gefallen. Wir sind natürlich noch über der Wolke, das heißt eher bullig. Eine Korrektur ist nicht ausgeschlossen, aber es ist eben auch der Bruch der nachhaltige über die 11.425 inklusive Anschlusskäufe Richtung 11.600 oder gar 11.800 Punkte. Das ist durchaus weiterhin möglich. Hier ist nach wie vor auch aus der fundamentalen Sicht jetzt nicht so viel drin, warum jetzt der DAX unbedingt fallen sollte, zumal der Dow Jones eben ordentlich heute mitgemacht hat. Heute Nachmittag mit der Handelseröffnung an der Wall Street ging es da nach oben. Wir attackieren jetzt hier diesen kurzfristigen kleinen Abwärtstrend, kommen wir da drüber, dann wäre die 20.000 wieder realistisch und davon wird dann voraussichtlich wohl auch der DAX durchaus profitieren. Also insgesamt alles nicht wirklich unfreundlich. Muss man mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der US-Dollar, japanische Yen. Oft ja ein Indikator, der dann auch sich auf die Indizes überträgt. Zuletzt ja vielleicht weniger, weil eben ja, der Dollar so ein bisschen ein Eigenleben gespielt hat. Aber zuletzt ja dann doch wieder US-Dollar, japanischer Yen stieg und damit sind dann auch die Indizes gestiegen. Und heute ging es mal aber andersrum. Seit Handelsbeginn der Yen doch in einer gewissen Schwäche. Wir sind jetzt unter der Wolke und das Ausbruchsniveau, das liegt bei 116,10. Fallen wir da auch noch drunter, dann könnte das durchaus ein bärisches Szenario sein. Erstes Ziel 114,75 und darunter dann die 113. Das könnte also schon mal so ein bisschen ein Einschlag sein. Interessant wird,
wohin das Ganze geht. Wir haben morgen, das hatte ich am Freitag in der Vorschau noch nicht mit auf dem Plan, wir haben morgen eine Zinsentscheidung der Bank of Japan, die vielleicht sogar ganz interessant werden könnte, weil da durchaus es Spekulationen gibt, ob die Bank of Japan vielleicht doch die Geldpolitik in irgendeiner Weise straffen könnte. Denn offenbar scheint immer mehr Mitgliedern des Geldpolitischen Rates in der Bank of Japan aufzufallen, dass das Ganze auch Nebenwirkungen hat und die positiven Effekte dieser ganzen Gelddruckmaschinerie, die da die Bank of Japan angeworfen hat, gegen das, was die Bank of Japan macht, übrigens auch gegenüber dem, was die Schweizer Nationalbank macht, ist ja das, was die Europäische Zentralbank macht, Peanuts. Aber offenbar ja, gibt es jetzt dann doch so nach und nach Nebenwirkungen, die dann eben bei der Bank of Japan offenbar ja, zu einem Umdenken zumindest mal geführt haben. Ob das jetzt tatsächlich morgen Entscheidungen bringt, muss man mal abwarten. Aber das könnte der Grund sein, auch warum heute der Yen stärker geworden ist. Straffung der Geldpolitik würde bedeuten, dass die Währung stärker wird. Und das wiederum umgekehrt würde dann auch bedeuten, dass der Nikkei unter Druck kommen könnte. Der hat sich heute noch ganz gut gehalten, wie wir hier sehen. Aber auch hier könnte man so bei 19.200 haben wir hier sicherlich auch nochmal ein bisschen Unterstützung oder 19.160 herum. Und dann eben vor allem 19.035 so in diesem Bereich. Das könnte durchaus so das erste Korrekturziel sein. Also es könnte durchaus sein, dass aufgrund ja, der Geldpolitik in der Bank of Japan der Yen stärker wird und damit dann eben auch der Nikkei fällt. Und der Nikkei, der könnte dann die asiatischen Märkte mit sich ziehen und dann hätten wir morgen negative Vorgaben für den DAX. Das könnte spannend werden. Also es könnte durchaus sein, dass die Korrektur noch kommt, ausgelöst von der Bank of Japan. Das muss aber nicht so sein. Wie gesagt, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Mal schauen, was die Notenbanker aus Japan uns da morgen präsentieren. Der Euro-US-Dollar ist heute Vormittag erst einmal ein bisschen in seinen Erholungsbemühungen weitergekommen, ist ein bisschen über 1,0470 gestiegen, aber nicht wirklich nachhaltig, zumal der wichtigere Widerstand meiner Ansicht nach die 1,0520 ist. Da haben wir auch die lange Wolkenlinie und da müssten wir schon mal drüber kommen, damit der Euro überhaupt eine bullische Chance hat. Das ist hier immer, eigentlich sind die Erholungen hier immer eher korrektiv und wahrscheinlicher ist meiner Ansicht nach hier nach wie vor, dass wir die 1,03 dann doch noch eher erreichen. Neuseeland-Dollar, US-Dollar, die guten Kiwi-Daten haben dem Kiwi nicht wirklich viel geholfen. In der Nacht mal ein bisschen Erholung, aber wir sind dann auch schnell wieder unter die 0,6970 gefallen. Und das sieht nach wie vor ziemlich bärisch aus, sodass das mal angedachte Szenario 0,6675, das ist natürlich ein krasses Szenario, muss man ganz klar sagen. Das bleibt durchaus intakt. Die rote Kerze heute war allerdings ein bisschen kürzer. Könnte also durchaus sein, auch Tenkan und Kijun sind erstmal ein bisschen seitwärts abgeknickt, dass es erst einmal ein bisschen Konsolidierung da gibt. Schauen wir ganz einfach mal, wie das Ganze dann so weitergeht. Euro, polnischer Zloty, wie gesagt, gute Daten aus Polen haben, wenn wir uns das hier ansehen, den polnischen Zloty auch durchaus erst einmal gestärkt. Allerdings kam dann das Comeback am Nachmittag dann doch ziemlich schnell. Und so sind dann die guten Daten aus Polen doch relativ schnell wieder verpufft. Wir haben hier übergeordnet aber immer noch einen Abwärtstrend in diesem Monat. Also der Zloty ist schon ganz schön stark. Und wenn wir uns den Daily Chart anschauen, dann sehen wir, dass der blaue Tenkan jetzt den Kijun gekreuzt hat. Der Kijun immer noch aufsteigend, der Tenkan sehr steil absteigen. Das ist eine spannende Sache. Also hier ist durchaus noch der Test der Wolke auch möglich. Und ja, so richtig bullig ist das Ganze dann nicht. Zumal, wenn wir mal genauer schauen, könnte das hier auch eine Schulterkopf-Schulterformation sein, die sich dann unter 440 ja, mit einem weiteren Verkaufssignal auflösen könnte. Und dann könnten wir durchaus auch bis ja, vielleicht 430, 75 fallen oder da auf die Wolkenlinie bei 432. 432, 50 herum. Das könnte auch ein interessantes Ziel sein. US-Dollar, russischer Rubel ist heute wieder hat ein bisschen zugelegt am Ende, oder? Nee, nicht ganz, minus 0,1%, also hat sich nicht großartig verändert, ein bisschen Volatilität war drin. Die Daten aus Russland, wie gesagt,
Die waren jetzt nicht so schlecht. Für die Russen ist natürlich wichtig, wie es mit dem Ölpreis weitergeht. Und der sah heute früh gar nicht so schlecht aus, kam dann allerdings auch ein bisschen zurück. Das war dann für den Rubel natürlich auch nicht so gut, denn der Rubel war eine Zeit lang eben ja doch ein bisschen besser dabei. Und ja, zum Schluss jetzt am Nachmittag ist dann der US-Dollar eben zurückgekommen. Genauso wie eben dann der Ölpreis zurückgefallen ist. Und eben da auch der Dollar dann eben ein bisschen mehr Stärke gezeigt hat. Wir sind heute über die 52,40, 52,50 nicht drüber weggekommen. Also es scheint nach wie vor eben eine gewisse Skepsis zu geben, ob denn das mit der Reduzierung der Erdölproduktion in den OPEC-Staaten und in den ja, mitmachen wollenden Nicht-OPEC-Staaten, ob das Ganze dann wirklich funktioniert. Es gibt ja so, man versucht ja bei der OPEC ein bisschen vertrauensbildende Maßnahmen zu machen, indem man Förderpläne veröffentlicht für den Januar, damit die Marktteilnehmer sehen, ja, es passiert wirklich was. Naja, am Ende wissen wir das dann, wenn dann tatsächlich die Fördermengen ja, protokolliert sind. Schauen wir ganz einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Wir schauen uns auch mal ein paar andere Rohstoffe an. Da sehen wir, dass eben rohstoffbasierende Währungen heute auch ein bisschen das problematisch hatten, zum Beispiel auch der Aussie, den ich jetzt mal nicht zeige, aber wenigstens mal auf die Rohstoffe wollen wir schnell gucken. Hier zum Beispiel Platinum hat heute minus 0,6% verloren, ist einfach nicht mehr über die 929 so richtig drüber gekommen. Am Freitag gab es ja dann nochmal so einen kleinen Ausreißer, aber das war dann wohl eher ein Fake. Ja, schauen wir ganz einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Und auch Kupfer hat heute deutlich verloren, minus 1,9%. Das war schon ziemlich brutal. Hier gibt es zurzeit auch wenig Hoffnung, auf, dass hier irgendwas noch hält. Wir haben die 2,56 nicht halten können. Und das ist, wie wir dann im Daily sehen, doch ziemlich ungünstig gewesen. Bei 2,41, da haben wir die Wolkenlinie. Das ist ein wichtiges Ziel, würde ich mal sagen. Den roten Pfeil, den ich hier gemacht habe, der ist ein bisschen kurz geraten. Das wird wohl nicht nur auf die Wolke, sondern jetzt auch unter die Wolke gehen. Das ist doch sehr steil und dynamisch. Also hier hat sich auf alle Fälle was gedreht. Ein Bruch der 241, das könnte dann sehr, sehr bärisch werden. Da könnte es dann durchaus auch wieder unter die 2 unter Umständen gehen. Also da haben wir eine klare Kehrtwende. Beim Gold haben wir heute eine Erholung gesehen, immerhin 0,6% knapp zugelegt, aber wir sind immer noch in der Wolke. Wir sind unter 1.152 Dollar. Das ist für mich die Marke, wo man von Umkehr sprechen könnte. Tenkan und Kijun zeigen seitwärts. Das ist auch eher so, so eine technische Gegenbewegung. Da ist wenig Dynamik drin in der ganzen Erholung. Also hier sind die Messen auf der Unterseite sicherlich noch nicht gesungen. Da muss man auf alle Fälle noch mit rechnen, dass es hier doch nochmal einen Schub Richtung Süden gibt und dann die 1115 doch noch fällt. Moody's hat sich heute gemeldet zu Griechenland. Da steht ja zurzeit ein bisschen das Rettungsprogramm wieder auf wackeligen Füßen, hat die EU ja, haben die EU-Finanzminister ja erst einmal ein bisschen verschoben, die nächste Zahlung der nächsten Tranche, und Moody's meinte, dass damit die Rückzahlung der im Juli fälligen Staatsanleihen durchaus gefährdet ist. Und da, wer ist da der Leidtragende am Ende? Na klar, es sind die griechischen Banken, und das hat heute der griechische Aktienindex durchaus gespürt, hat über 2% nachgegeben. Ach, das war also heute kein schöner Tag für die griechische Börse. Tja, und was gab es heute ansonsten noch so? Die EU-Kommission hat mit ihrer Steuernachforderung die nationale Steuerhoheit Irlands beeinträchtigt und hat da hinein eingegriffen, meinen zumindest die Iren, und so steht es in einer Stellungnahme, die heute beim Gericht der EU eingereicht wurde. Irland wäre allerdings auf der anderen Seite eben ohne die Hilfe der EU heute pleite, und ob das dann so die richtige Form ist, auf die Steuerhoheit zu pochen und zu sagen, ihr könnt uns mal alle, aber wenn wir Hilfe brauchen, dann sollt ihr bitte da sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite, klar, wenn die EU kommt und mit Gerichten droht, dass sich dann die Iren verteidigen, ist auch okay. Ja, ein bisschen bitterer Beigeschmack ist eben doch dabei, denn es sind Steuermittel aller EU-Bürger nach Irland geflossen, damit Irland irgendwie weiterhin sich finanzieren konnte. Und ja, da darf der eine oder andere Europäer eventuell auch erwarten, dass Irland nicht mit Steuerdumping letztendlich
sich Wettbewerbsvorteile erschleicht. Sagen wir es so, wie es ist. Die Briten, die haben es in diesem Jahr wirklich schlecht, denn sie bekommen keine Weihnachtspost, denn bis zum Freitag streiken die britischen Postbeschäftigten. Naja, okay, Gott sei Dank sind wir im modernen Zeitalter, es gibt E-Mails und Facebook. Und wer aus Großbritannien ist und über Weihnachten gerne verreisen wollte, der hat auch ein Problem, denn am 25. und 26. Dezember wird bei British Airways gestreikt. Das Kabinenpersonal will mehr Geld. Und wann setzt man das am besten durch? Dann, wenn möglichst viele reisen. Ich reise morgen auch, nämlich nach Chemnitz. Deswegen gibt es morgen früh keinen Blogpost und auch über den Tag keine Nachrichten. Aber am Abend gibt es natürlich eine Sendung. Vorher gibt es ein paar Daten und wir sehen schon, es ist nicht wirklich viel los, außer eben die Zinssitzung der Bank of Japan. Das sollte man auf alle Fälle berücksichtigen. Das könnte eventuell den Markt mehr bewegen, als es der eine oder andere wahrhaben möchte, denn zuletzt waren ja Zinssitzungen der Bank of Japan eher Kuschelveranstaltungen. Wie gesagt, das könnte diesmal anders sein, es könnte durchaus Bewegungen geben, muss natürlich nicht. Es gibt noch eine andere Zinsentscheidung morgen, nämlich die in der Türkei. Die türkische Lira könnte ein bisschen aufgewertet werden, indem Zinsen angehoben werden, wobei eben die Zinserhöhung ja schon eingepreist ist. Schauen wir ganz einfach mal ansonsten noch den Erzeugerpreisindex aus Deutschland. Dann die Minutes der letzten Zinssitzung der Reserve Bank of Australia schon in der Nacht. Wir springen hier ein bisschen hin und her, naja. Aber ich muss noch mal auf Australien trotzdem zu sprechen kommen. Dort ist auch eben die spannende Frage ganz einfach, ob eventuell die Reserve Bank of Australia besonders doofig gesprochen hat. Das könnte dann den australischen Dollar weiter unter Druck bringen oder wenn man dann eben überhaupt keine Anzeichen macht, dass man vielleicht nochmal bereit ist, die Geldpolitik zu lockern, dann könnte das den Aussie natürlich auch stärken. Also auch hier könnte in der Nacht das eine oder andere passieren. 15 Uhr noch Einzelhandelsumsätze aus Mexiko. Na, das habe ich mir da reingeschrieben, weil die Seite sonst zu leer gewesen ist. Wir gucken dann aber morgen natürlich auch mal auf den mexikanischen Peso. Ist doch klar. Heute schauen wir nur noch Abspann, denn das war's für heute schon. Ich wünsche einen wunderbaren Abend.